Werden wir enteignet? Der Bundestag, hast du es mitbekommen, prüft bereits auf Verfassungsmäßigkeit Enteignungen. Was jetzt tun? Ja, wir sehen uns dazu Lösungsmöglichkeiten an, was der Bundestag sagt, wer davon eigentlich profitiert, wer es zahlen soll. Und ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ja, immer mehr Enteignungsdiskussion. Letzte Woche haben wir uns ja schon das mit der Bild-Zeitung angeschaut, den Sigmar Gabriel, der ganz unverblümt Enteignungen fordert. Ja, also da ist Bewegung drin und das wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Also übrigens mal so, das so nebenbei, ich finde, es sollte auch mal diskutiert werden, ob überhaupt es die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Vielleicht sollte der Bundestag sich auch mal anschauen, ob diese ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, der Shutdown, ob das wirklich so benötigt war oder nicht. Wenn wir beispielsweise nach Schweden sehen, dann sieht man, dass es insgesamt auch auf eine andere Art und Weise geht und ohne, dass man die Wirtschaft zerstört und ganze Existenzen. Ich finde, das sollte mal diskutiert werden und auch gerade in der Politik. Also, dass man sowas anregt und mehr Menschen sollten ein Bewusstsein für dieses Thema hier haben. Also, schauen wir uns doch zunächst mal an, bevor wir anschauen, was sind Lösungsmöglichkeiten, was der Bundestag sagt. Wer profitiert davon eigentlich, wer zahlt das Ganze denn? Und das Hochinteressante ist, und zwar, dass wenn es darum geht, dass die EU-Spezels, ne, dass dann große Staaten, wenn die gerettet werden müssen, dass dann riesige Geldsummen gedruckt werden, das ist normal. Aber wenn es darum geht, wie bei solchen Dingen, wer das Ganze denn optimalerweise bezahlt, dann wird der Normalbürger herangezogen. Sehr gutes Beispiel, die aktuelle EZB-Chefin, das ist die Christine Lagarde und die war auch Chefin des IWF und die hat damals schon von den Enteignungen gesprochen und zwar Vermögensabgabe 10%, damit man die hohen Steuerschulden, na, übrigens, die heute nochmal deutlich höher sind und nochmal deutlich massiver ansteigen werden, hat die damals schon gesagt, Enteignungen. Also erstmal so, wie diese Frau tickt und wem wir da als EZB-Chefin eigentlich wirklich vorne drin haben. Denn jetzt ganz interessant, wenn es darum geht, dass man ihr den EU-Spätzeln, ne, und den Finanzeliten dort aushilft, ne, den großen Staaten, dass man massiv dort Geld druckt und große Konzerne etc. dort unter die Arme greift. Da wird sofort Geld gedruckt, da ist Geld im Überfluss da, beziehungsweise es wird neu erschaffen. So, und das ist eine verdeckte Enteignung. Ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Verdeckt meint, man spürt es nicht sofort, aber es entwertet das bestehende Guthaben. So, dein Guthaben, ne? Wenn du beispielsweise Euroguthaben hast, Bankguthaben, Lebensversicherungen und so weiter. So, Sachwerte, wo wirklich Substanz dahinter ist, die können davon profitieren. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Ne? So, und dann kommt die direkte Enteignung. Das ist dann eine direkte Abgabe, die kommt in der Regel auch erst später. Das ist das, wo wir jetzt bereits vorinformiert werden, wo wir jetzt schon über Medien mehrfach das Ganze mitbekommen haben. Vermutlich, um die Bevölkerung auch schon mal darauf einzustimmen, weil das macht man nicht von heute auf morgen, nicht über Nacht, sondern da muss die Bevölkerung ja auch irgendwie eingestimmt werden, dass es möglichst akzeptiert wird. Das sieht man sehr häufig in der Politik. Ja, nee, ja, wir wollen ja keine Mauer errichten. Ne? Also, ja, genau dieses Prinzip. So, also dann muss ich häufig Gedanken machen, dass genau das Gegenteil kommen wird. Na, diejenigen, die ein bisschen weiterdenken, so wie du in unserer Community, die ein bisschen weiterdenken dort draußen. Na? So, und das ist wichtig, das zu verstehen. Und deswegen, es geht letztendlich um dein Geld. So, und es wurde auch schon immer wieder in der Historie auch durch ähnliche Dinge abgeräumt. Also es ist eine Umverteilung, weil der Punkt ist, dass Großkapital, na, die Finanzeliten da draußen, die werden es nicht bezahlen. Na, solche Stiftungen wie beispielsweise, ja, die tolle Melinda und Bill Gates Stiftung, na, die sich für das Milliardengeschäft Impfung interessieren, aber übrigens nicht, um den Hunger dort draußen zu bekämpfen in Afrika. Das ist eigentlich das wirkliche Problem, na, nicht die Impfungen, sondern das ist das wirkliche Problem. Aber damit lässt sich ja kein Geld verdienen mit Impfungen, ja. Deswegen wird da ja viel Lobbyarbeit gemacht, die auch von der deutschen Bundesregierung dann gerne angenommen wird von dem Chef Pharma-Lobbyisten Spahn. Und das sind ja genau Hintergründe. Und die werden nicht belangt, das Großkapital. Der normale Bürger, die Jahre und Jahrzehnte lang sich etwas aufgebaut haben, die sollen das Ganze bezahlen. Das ist das, was da draußen passiert. Und das ist auch nicht neu, das ist schon immer so. Ja, aber wenn sich die meisten Menschen nicht damit beschäftigen, sind sie halt immer die Geschädigten von diesem Geld- und Finanzsystem. Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Von dem her, bitte auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, da findest du solche Themen vom Prinzip her jede Woche. Ja, auch gerne teilen, liken, kommentieren. Es ist so wichtig, dass die Menschen endlich Bescheid wissen. Ja. Übrigens, das Glockenzeichen auch aktivieren, sonst bekommst du die Benachrichtigung nicht. So, also, was hat jetzt der Bundestag genau gesagt? Schauen wir uns mal an, er hat drei Faktoren geprüft. Und schauen wir uns mal an, was steht dort exakt drin. Also, Punkt Nummer eins ist die Einmaligkeit. Und da sehen wir hier in dieser Ausarbeitung die Vermögens Abgabe muss laut Verfassung eine einmalige Abgabe bleiben. Allerdings ist es zulässig, diese einmalige Abgabe mehrere Jahre zu verteilen, wie es etwa bei den Lastenausgleichsabgaben im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes LAG von 1952 praktiziert wurde.
Also, Einmaligkeit, ja, kann man Haken dahin machen, das geht auf jeden Fall, gar kein Problem. Also einmalige Vermögensabgabe, zack, und schon wird das gemacht. Also, das ist auf jeden Fall kein Problem. Dann Punkt Nummer zwei, was angeschaut wurde, staatliche Ausnahmelage. Liegt es vor, also ist es wirklich eine große Ausnahme? Dann hier, weder das Ende der Corona-Krise noch die letztendlich entstehenden Kosten, die den Staat treffen werden, sind derzeit absehbar und können nicht beziffert werden. Eine rechtliche Einschätzung über das Vorliegen der Voraussetzung einer Vermögensabgabe kann somit noch nicht abschließend getroffen werden. Bedeutet frei übersetzt, kann sein, ja oder nein. Also haben wir nicht endgültig entschieden. Aber letztendlich eine staatliche Ausnahmelage kann man auf jeden Fall unterstellen. Also glaube ich, also da traue ich der Politik alles zu, dass sie da auf jeden Fall eine sehr gute Begründung dafür findet. Ja, also da sehe ich kein wirkliches Problem. Dann sehen wir uns den Punkt Nummer 3 an, was noch angeschaut wurde, und zwar Zweckbindung. Das heißt, inwiefern gibt es eine Zweckbindung zu der aktuellen Krise und wer bekommen die Gelder dann? Wie zum Beispiel Umverteilung von Mittelschicht dann beispielsweise auf die Corona-Geschädigten. Das wäre eine Zweckbindung. Und hier wird geschrieben, alle bisher erhobenen einmaligen Vermögensabgaben mit einer speziellen Zweckbindung versehen, sodass es aus Sicht von Schemel und Kirchhoff die Zweckbindung eine zwingende Voraussetzung für die Erhebung einer Vermögensabgabe darstellt. Und hier weiter, die Darstellung soll die obige Einschätzung untermauern, dass zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden kann, ob die Corona-Pandemie ein derartiges außergewöhnliches Ereignis darstellt, welches mit seinen erheblichen Finanzauswirkungen vermutlich nicht nochmals auftreten wird. Also zusammengefasst, schreiben Sie dort, ja, kann sein, wir schauen uns das Ganze später nochmal an. Und damit ist auch vermutlich eines der Ziele schon mal erfüllt, schon mal so vorfühlen. Die normale Bevölkerung sagt dann, ja, hoffentlich nicht, aber naja, ist ja jetzt nichts passiert, es wird ja nur diskutiert. So, man wird schon mal so allmählich dort hingeführt, was die Politik ja sehr, sehr gerne macht. Also ja, übrigens auch ein interessanter Satz in dem Kontext, und zwar, wie bereits dargestellt, gibt es keine allgemeingültigen Voraussetzungen für die Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe. Also es sind nur Meinungen dazu. Also vom Prinzip her heißt das wiederum, eigentlich können wir das durchaus machen, weil es gibt keine wirklichen Voraussetzungen. Im Grundgesetz steht drin, Enteignungen sind grundsätzlich möglich. Siehe auch nochmal Video von letzter Woche, na, sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Schweiz auf jeden Fall insgesamt besser, aber auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Ja, wie kannst du dich jetzt davor schützen? Also wir haben zum einen Live-Geld-Training, das sich genau um dieses Thema Geldsicherheit garantiert. Wie kann man sich vor Enteignungen schützen? Wie kann man in heutigen Zeiten sein Geld absichern? Das schauen wir uns dort an. Genauso, wir haben explizit dafür aktualisiert und seinen Enteignungs-Insider-Report mit 12 Tipps und Tricks, wie du dein Geld vor mehr Enteignungen schützen kannst. Findest du beides mit Link unterhalb von diesem Video. Trag dich dort für das ein, was dich interessiert. So, und jetzt schauen wir uns noch zwei Fragen an, die dich möglicherweise genauso betreffen wie die Fragenden. Also, hier vom Freddy, sollte man denn eine Lebensversicherung 30 Jahre Laufzeit mit Ablauf 2023 besser kündigen? Ja, vielleicht hast du auch eine Lebensversicherung, Enteignungsklassiker, Lebensversicherung, Bankguthaben und Immobilien. Und ich bin ja kein Anlageberater. Ich möchte auch, dass du in der Position bist, dass du weißt, was du tust und dass du selbst dein bester Berater bist. Also erstmal wichtig, musst du selber entscheiden. Ich kann dir nur sagen, wenn ich eine Lebensversicherung hätte, also eine Kapitallebensversicherung, Vorlebensversicherung müsste man sich individuell anschauen, Kapitallebensversicherung, auch 2023, auch wenn es relativ wenig Zeit ist, ich meine, wer weiß, was da in 3 Jahren alles passiert sein wird. Ich glaube, sehr viel wird die nächsten Wochen, Monaten und Jahre passieren. Also nehmen wir, wenn ich eine hätte, ich würde es in wirkliche Substanzwerte übertragen, ich würde es wirklich investieren. Gibt es in unserer Community, diskutieren wir viele, viele Möglichkeiten, macht sehr, sehr viel Sinn. Also ich würde die kündigen und würde die wirklich anlegen und nicht in Papier, nicht in Schuldversprechungen von Dritten, die beispielsweise irgendwelchen Staatsanleihen von Spanien, Portugal, Griechenland und sonst wo. So, und dann die nächste Frage, und zwar von dem Andreas und von dem Michael. Ich fasse die zusammen, es sind vermeintlich unterschiedliche Fragen, aber die Antwort ist mehr oder weniger dieselbe. Und zwar, Hallo Wittmann, danke für Ihre Aufklärungsarbeit und Ihre Videos zum Thema Enteignung, wie sicher ist ein Wertdepot bei einer Schweizer Bank? Und der Michael, hallo Thorsten, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Kapitalgesellschaft wie zum Beispiel GmbH mit Aktien, Immobilien, Unternehmensbeteiligung ebenso davon betroffen sind? Danke, Micha. Also, gerne Antwort darauf. Und zwar folgende, und zwar ja, es sind schon mal keine Entscheidung, keine Enteignungsklassiker, ne, Lebensversicherung, Bankguthaben, Immobilien, beziehungsweise in einem anderen Mantel drin. Also je weiter man weg ist von Privatpersonen, genau diese Dinge zu besitzen, desto besser. Wenn wir eine Vermögensabgabe haben, dann kann es auch sein, dass ein Wertpapierdepot mit hineingeht, auch Immobilien und so weiter. Aber je weiter es weg ist, normaler klassischer Bürger hat
Bankguthaben, eine Lebensversicherung, Immobilie, desto besser. Wenn eine Kapitalgesellschaft beispielsweise außenrum ist, ja, als Schutzmantel, ist das schon besser. Warum? Denn Unternehmen werden tendenziell eher geschützt als der Privatmann. Warum? Weil man will ja, dass auch draußen die Wirtschaft etc. weiterläuft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, oder dass es mehr enteignungssicher ist, ist schon mal etwas höher. Genauso bei einem Wertpapierdepot. Also eben nicht auf dem Präsentierteller, daheim bei der Sparkasse, bei der Deutschen Bank oder sonst wo liegt, sondern beispielsweise außerhalb der EU, ist einfach schon mal weiter weg. Ist es eine Garantie? Nein. Ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man besser damit fährt? Insgesamt ja. Na, und wenn du mehrere solche Sachen machst, na, dann bekommst du irgendwann so einen Schutzwall. Und deswegen schau dir die 12 Tipps an von unserem Enteignungs Insider Report, findest du unterhalb von diesem Video. Genauso das Geldtraining, da können wir wirklich mal 1,5 Stunden mit Tipps und Tricks rund um dieses Thema hineingehen und mit vielen Dingen aufräumen. Das ist etwas, was dein Leben für immer verändern kann. Deswegen trag dich gerne unten ein. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit als hier. Ansonsten bis zum nächsten Freitag. Ja, wie gesagt, YouTube-Kanal abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Freue mich drauf. Lebe mehr deine finanzielle Freiheit. Ja, bis nächsten Freitag. Dein Thorsten Wittmann.